Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online zum Reitsportfestival. Mit dabei ist wieder der Justin. Hallöchen. Und ja, wir stehen am Jorvikstall. Denn wir haben jetzt hier noch eine Quest bei Alex und einer Person, die wir eigentlich noch nicht kennen. Deswegen, also, wenn vielleicht nicht so viel gespoilert werden möchte zum Let's Play, sollte man vielleicht diese Folgen nicht gucken, die jetzt erstmal kommen. Ja, nehmen wir die Quest mal an. Ich habe Hermanns Schlüssel, wir können uns unauffällig eine Tasse Tee bei ihm kochen. Alex, nein, wir haben Arbeit vor uns. Wir müssen den Infostand aufbauen. Was wollen wir nur als Stand oder als Tisch nehmen? Das hätte schon vor einer Ewigkeit fertig sein sollen. Oh, stimmt, da war was. Ich meine, es ist wirklich nicht unsere Schuld. Wer beauftragt denn echt uns damit, etwas aufzubauen? Jetzt ist Fest... Aber das Festival ist in vollem Gange. Naja, es ist Freiwilligenarbeit. Außerdem wissen wir nicht, wo Hermann ist. Deswegen müssen wir alles allein hinkriegen. Also, um welche Art von Infos geht es, Linda? Was meinst du? Ich dachte, das hier ist deine Idee und ich soll dich nur unterstützen. Oh, ich krieg das schon hin. Wir improvisieren einfach. Wir machen schnell ein kleines Brainstorming. Wie man sich um ein jorvisches Urpferd kümmert? Wie man mit einer Hexe spricht? Wie man Anne findet, wenn sie mal wieder verschwindet? Ach du Schande, das ist ja völliger Spoiler. Wartet, ich hab's. Wie man mit seinen Druidenfreunden über Technologie spricht. Oh, Aidin, steh uns bei. Komm schon, das wird super. Denkst du dich auch, Astrid? Klar, Alex. Das ist die richtige Einstellung. Jetzt müssen wir nur noch einen Stand bauen, ein paar Sachen für Demonstrationszwecke besorgen und Poster vorbereiten, die wir in die Stadt aufhängen können. Alles klar? Ehrlich gesagt, so langsam klingt das echt nach Spaß. Alles klärchen, ich gehe nochmal shoppen. Mach das. Okay, ziehen wir es durch. Wir müssen ein paar Materialien finden, um einen Stand zu bauen. Ich gehe da mal schon mal nach Materialien suchen. Haben wir jetzt grüne Schuhe gekauft. Oh! Hier sind Materialien. Ja, ich bin dort vorbeigeritten. Warte, guck mal. Guck mal da, die sehen doch super aus. Oh Gott, bist du denn bescheuert? Besser als Futter. Nein, das ist das Futter viel besser. Die Schuhe willst du doch nie anziehen. Die müllen nur deinen Schrank voll. Kann ich gleich kurz sagen, ob die gute Werte haben. Warte. Die haben werden keine guten Werte haben. Wenn doch die LED-Stiefel sind toll. Ich habe Nägel und einen Hammer gefunden. Die Schuhe haben die Werte 1. Ja. Wenigstens auf Reiten? Auf Befehl. Ja, es ist wenigstens irgendwie gut. Wärst du Anfänger? Was haben denn meine Schuhe gerade? Ich weiß nicht. Reiten und Befehl plus 4 sollten die haben. Das sind wirklich interessante Gegenstände. Ist das, der backt ein bisschen. Oh. So, jetzt suchen wir hier nochmal. Ja. Erstmal springen, weil ich das Hindernis übersehen habe. Ich habe Holzbretter gefunden. Ach, ist überhaupt nicht offensichtlich, dass hier Holzbretter liegen. Nein. Wo müssen wir noch hin? Zu Hermanns Haus? Muss ich hier hin? Nö. Hä, wo bist du denn hin? So hin? Hinter das Haus. Ach, hinters! Gut, das habe ich vielleicht nicht gesehen. Da liegt ein Handy. Ich habe alten Technikkram gefunden.
Wir brauchen noch ein wenig aktuellen Technikkrempel. Dein Laptop wäre perfekt, Linda. Wieso denkst du, ich hätte einen Laptop dabei? Meine Tasche ist voller Bücher und Notizblöcke. Wie wäre es mit deinem Handy, Alex? Nehmen wir doch einfach das. Ups, ich habe vergessen, es aufzuladen. Akku leer. Tja, nun, ich denke, wir kommen mit den Materialien aus, die Astrid gesammelt hat. Ja. Mehr Ballons. Ziemlich interessant, der Stand. Tada, ein Meisterwerk. Jetzt brauchen wir noch Dekoration. Und wie könnte man besser Pferde sind toll sagen als mit Luftballons? Tinkern kaut gerne auf ihn herum. Ja, sein Geschmack ist etwas sonderbar. Immerhin tunkt er sie nicht in Ranch-Dressing. Bist du dir da so sicher? Ich mir jetzt nicht mehr so. Ist dir eigentlich aufgefallen im Stand, dass die Ballonfarben anders sind? Kann sein, vielleicht bei anderem Event sind. Ja, ich glaube, letztes Jahr hatte das Event nämlich die Farben. Oh, Rennen. Ja, ich warte mal. Ich guck mal, ob ich noch was kaufe. Ich guck mal eben, ob ich mir Futter kaufe. Dann muss ich nicht gleich die ganze Zeit wieder was anderes kaufen. Weil ich sehe du von könntest auch einfach nach anderen Sachen gucken. Ich könnte doch, wie du gesagt hast, einfach Futter kaufen. Es gäbe da so eine dunkelgrüne Satteldecke, die man sich holen könnte, wenn du was Grünes haben willst. Ja, ich kaufe jetzt einmal Futter und dann habe ich wieder knapp 700 habe ich jetzt noch und dann. Ich finde den letzten Ballon. Ach, da ist der letzte Ballon. Ballonspot. Ballonsbüt. Ja, ein schwieriges Wort. Ich warte da unten an dem Reitplatz auf dich. Ja. Ich finde, wir haben bisher ziemlich gute Arbeit geleistet. Du hast dir eine Pause verdient. Warum probierst du mit ICE nicht mal das Geländerennen aus? Oder vielleicht sogar die Elite-Version des Rennens? Ich bin mir sicher, du schaffst das. Gibt es auch als Gruppenrennen? Wir können das auch als Gruppenrennen machen, aber bitte das einfache Rennen, weil das geht schneller. Ja, und lass mich die Quest dazu annehmen. Ja, wir müssen das hier an der Tafel, oder? Ich weiß nicht, ob das geht. Geht's auch mit der Quest. Wir können es ja ausprobieren. Dieses Gelände wird Gruppentraining. Das hier? Sollte das sein. Gruppentraining? Ja. Einfach viel schneller das Rennen. Und wir haben die Rennen ja schon alle einmal gewonnen. Ja, und ich bin langsam. Mein Pferd nicht verpflegt hat. Ich meine, ich habe Accounts, wo ich meine Pferde verpflegen muss. Du kannst sie auch selber verpflegen. Ja. Ja, eine Stallhilfe kaufen. Das ist Darkoins Verschwendung. Da kann man sich besser andere Pferde von kaufen. Außerdem ist Futter dann unnütz. Da hat es funktioniert. Oh, ich dachte, ich wäre voll weit hinten. Ja, funktioniert. Ja, perfekt. Wenn du die Quest abgibst. Ja, habe ich abgegeben. Alle am Jorikstein mögen dich. Oh, mein Ruf hat sich auch beliebt verbessert. Sehr gut. Welchen Ruf habe ich eigentlich gerade? Ich habe den letzten Mal auch verbessert, weil du so viel Ruf kriegst. Das ist die angenehmste Art und Weise, Ruf aufzubauen. Ich bin bei 2000 gerade. Was ist das? Ich kenne die Sachen nicht auswendig. Vorgemocht, glaube ich. Es gibt das ab 3000. Nein. Ja, man chillte das sogar. Wie hat es dir gefallen? Bei dir sieht es kinderleicht aus. Okay, ich mache gerade dieses Poster zum Verteilen fertig. Moment, schreibt man Druide mit IE? Warum siehst du mich so an, Linda? Naja, egal, ich mache das schon richtig. Astrid, hängst du sie in Jarlaheim auf? Alles klar, da
dann hängen wir die mal auf. Willst du schon auf den Weg? Nein, wir müssen auf Sunfield fahren, da. In der Quest steht, wir müssen nach Jarlaheim. Ja, Jarlaheim ist danach. Man muss mehrere Spots ablaufen, sehe ich gerade. Aber es wäre natürlich. Achso, wir haben Geister Inventar. Ich dachte, wir haben was Inventar. Nee, dachte ich auch. Ich habe auch das Inventar aufgemacht. Ja, es ist irgendwie so normal, dass man irgendwie die ganzen Sachen mal, die Sachen immer ins Inventar kriegt. Ja, natürlich, den Zettel wird man auch super sehen. Hinterfrag nicht die Zettel sind super. Ja, sehr schön, Poster. Muss ich jetzt da hoch? Ich glaube schon. Ich baue noch ein bisschen. Ja, ich bin da, wo du jetzt gerade bist, nur ein, zwei weiter. Ja, aber. Ja, okay. Muss ich jetzt um auf die Mauer hoch? Ja, musst du. Also du musst hier da einfach nach oben. Ja, ich kenne den Weg. Hoffe ich. Es gibt ja mehrere Wege da hoch. Dann geht dann schön auf der Mauer lang. Auf der Mauer auch viele Leute Poster lesen. Ah. Du musst da auch Warnhinweise immer Warnhinweise da aufstellen. Also ich noch nicht, aber später musst du doch Warnhinweise aufstellen. Da war so ein ganz kleiner Musikausschnitt. Cutscene. Ich finde nicht, wo ich das Poster aufhängen muss. Ich glaube, ich muss doch gar nicht auf die Mauer. Hier, wo ich stehe. Nein. Da habe ich kein Poster-Spot. Ja. Bei mir. Nee, ich habe hier unten den an. Tor. Ja, danach geht's weiter. Dann muss ich auch erst hier in den Turm rein. Genau, und dann geht's auf die Mauer. Ja. Müssen wir jetzt dahin, was ich gerade in der Cutscene gesehen habe, oder muss ich jetzt zurück? Ich bin ja verwirrt. Da war ich doch noch gar nicht. Kommt der jetzt? Perfekt, die Musik überschneidet einfach die Star Stable Musik. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen. Wird es gerade zurück da. Bist du noch da? Ja, dein Internet ist, glaube ich, ja, am Lenken. Weil bei mir bewegen sich alle, außer du reitest noch auf der Stelle. Ja, merke ich auch schon. Weiß grad, nee, ich bin ja bei Alex. Haben. Ja, habe ich auch gerade gesagt, dass wir da zurück müssen. Nee, ich habe gesagt, wir müssen, glaube ich, zurück, weil nur ich habe nicht verstanden, warum uns die Katze gezeigt wurde. Ja, also ich weiß, wer die Person ist, also auf dem Account weiß ich es gar nicht. Ich kenne ihn. Doch, die kenne ich. Stimmt, die kenne ich, die Person ist Sabine. Er steht hier auch gerade in der Quest. Perfekt. Quest aber nicht zu weit voraus, bitte. Ich bin genau da, wo du jetzt gerade bist. Achso, hast du die Poster aufgehängt? Die Quest habe ich jetzt angenommen. Jetzt dann kommt eine, dann wirst du TP und dann musst du eine Auswahl treffen. Da warte ich gerade auf dich. Okay, dann lass uns noch machen. Komm, wir sehen mal nach, was da an der Arena los ist. Wow, Astrid, alles in Ordnung? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Warst du beim Rennen? Da bin ich gerade. Ich würde das untere wahrscheinlich, also das obere. Weiß nicht, ich glaube, ich glaube, ich würde das nie so sagen. Eine wilde Sabine. Nee, ich mach das untere. Das gibt's ja, doch genau nicht. Gleich. Wie lange hat sie sich versteckt gehalten? Und jetzt, wo das Reitsportfestival im vollen Gange ist, taucht sie plötzlich auf? Irgendwas stimmt da nicht. Weißt du, die Leute reden schon über all die kleinen Dinge, die beim Festival schieflaufen. Tiere, die weglaufen, verstreuter Müll, solche Sachen halt. Wenn Sabine in der Gegend ist, müssen wir davon ausgehen, dass sie dafür verantwortlich ist. Irgendwie zumindest. Sie ist übel, richtig übel. So gerne ich auch darüber spekuliere, was dieser
geltungsbedürftige Angeberin mit Motorradhelm am Jorvik-Stall will, glaube ich doch, wir müssen uns um dringlichere Angelegenheiten kümmern. Die Ballons, sie fliegen weg. Was? Wie? Wo fliegen Ballons? Willst du die nächste Person auch noch machen? Nee, das mal. Aber jetzt hast du mit Ballons angefangen, Anna. Ja, dann werden wir nächste Folge sehen, was mit Ballons passiert. Okay. Echt? Es geht aber auch alles schief. Das ist Sabines Schuld. Und ob das wirklich Sabines Schuld ist, sehen wir nämlich beim nächsten Mal. Und was jetzt mit plötzlich, wo jetzt hier Ballons fliegen, ich sehe gerade nämlich keine. Und ich will grüne Satteltasche und grüne Schuhe haben. Sehr gut. Oh Gott. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.